Lisa, ich kann es noch gar nicht fassen. Ich habe ganz ehrlich gesagt in dieser Saison noch nie so einen unverdienten, spielerisch so einen unverdienten Punkt gesehen, den ihr heute geholt habt. Das ist richtig, ja. Also wir sind über den Punkt mehr als dankbar, aber gerechtfertigt ist es definitiv nicht so. Offen und ehrlich muss man das Ganze auch sagen. Ich meine, das war spielerisch deutlich überlegen von uns, also von den Gegnern. Also ja, da können wir uns mit dem 1-1 echt glücklich schätzen. Nächste Woche geht es nach Veitshöchheim, da sehen wir uns dann. Ja, das wird auch nochmal ein schweres Stück, ja. Ja, also mit dem Antifußball, den ihr heute gespielt habt, werdet ihr da, glaube ich, nichts holen können. Ja, wie gesagt, wir schauen von Woche zu Woche wieder, gucken wir nächste Woche, was wir nächste Woche für eine Leistung abrufen können. Ich meine, wir geben schon immer alles, müssen halt klar jetzt auch wieder Urlaubszeit ein bisschen kompensieren. Also kämpferisch, körperlich seid ihr wirklich eine der stärksten Mannschaften im Moment in der Liga. Ich meine, unterm Strich haben wir keine andere Wahl. Wir müssen hinten dicht machen, versuchen, möglichst lange dicht zu machen und dann einfach auf Konter spekulieren. Ich meine, das hat heute wieder gut funktioniert. Es war ein klasse Abschlag von der Julia. Ja. Die Selle läuft durch, dann macht's bumm und wir haben das 1-1, okay. Der Klassiker in Frickenhausen. Ja, unterm Strich ist es, wir haben aktuell anders, können wir es nicht lösen. Und warum soll man dann nicht zumindest diese Stärke ausnutzen, wenn wir sie haben? Ja. Von daher. Ja, ihr habt euch gefangen in der Liga. Am Anfang wart ihr die Schießbude. Ihr habt ganz schön auf die Mütze bekommen, die ersten Spiele. Und dann habt ihr umgestellt. Du spielst hinten, die Selim spielt hinten. Und damit habt ihr im Abwehr Bollwerk geschaffen, das erstmal schwer zu knacken war für viele Mannschaften. Und und dann geht dann Selim die letzten 10 Minuten nach vorne und macht dann das Tor. Ja, unterm Strich müssen wir einfach gucken, dass wir möglichst lange hinten dicht stehen, dass wir zu Null spielen. Ja. Und irgendwann wird der Gegner auch unruhig. Und das hat man heute dann auch wieder gemerkt. Also ich meine, wir waren hinten gestanden, der Gegner wurde schon auch unruhig. Die haben aber ihr wart auch sehr, sehr unruhig. Also ja, das auf jeden Fall. Und das müssen wir einfach dann ausnutzen und dann halt einfach einen Konter fahren und mit ein bisschen Glück dann die Tore machen. In diesem Sinne, denke ich, werdet ihr trotz allem gut gelaunt in die Winterpause gehen, egal wie das Spiel in Veitshöchheim aussieht. Das auf alle Fälle. Und da freue ich mich dann auf das Spiel in Veitshöchheim nächste Woche. Da sehen wir uns dann wieder. Da freuen wir uns auch drauf. Dann sehen wir uns nächste Woche. Genau. Grüße danke ans dir. Team. Mach ich, danke. Ciao. Ciao. Baby.
Ist er wach, der Schiri, heute um die Zeit? Ja, locker. Da fängt sonst um 4 an mit Arbeiten. Freuen wir uns auf jeden Fall auf ein interessantes Spiel heute und hoffen, dass alles ohne Verletzungen und ohne Fouls vonstatten geht. Jawohl. In diesem Sinne, gutes Spiel. Gutes Spiel. Oh, das Radio sollte aber ausgemacht werden, sonst übertönt es alle anderen Aufnahmen vom Mikro.
Achtung, guck. Ja. Thank you.
Ja, doch, natürlich hast du sie getroffen. Raus! Raus!
anlocken. Ja, gut, Sophia. Gut, Regina. Komm, komm, komm! Sina, rutsch! Rüber, Sina, rüber! Gut, Sina, weiter! Gut so! Wieder nach links. Abstoß! Abstoß! Abstoß!
Ecke. Komm zum Ball! Komm hier! Schön. So, jetzt ist es. Auf, dreh 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 auf, dre
Wande Doppel! Sina, bei dir läuft sie! Sina, sag, wenn sie reinschiebt. Komm, sie weg inzwischen! Linke Schulter! Ja! Ami, mach mit, mach mit! Muss. Dann kann er bei nur Körper drin lassen. Ja, alles. Sehr gut. Prima, komm. Seite, Seite. Ja, Ami. Fische steht. Ami, mal mit. Ami, mal mit. Sophia, gut. Sammy durch. Sophia, gut. Kurz, Kami doppel. Ja. Kami, wir holen dir. Richtig. Ja, weiter zu dir. Dann mal rüber, komm. Jessie, Tina, zustellen. Noch mehr Bewegung, noch mehr Spiel. Tina, zustellen. Tina, dreh auf, dreh auf, dreh auf. Thank you.
Meter machen, Tami. Ich sehe auch. Dani, komm.
She's a hunter, you're the fox. The gentle voice that talks to you won't talk forever. It's a night of passion when the morning means goodbye. So beware of what is flashing in her eyes. She's going to get ya.
Schlag Sabine, komm! Sorry, Julia. Oh Mann!
Ach, jetzt aber. Oh. Ja, ja. Die war ja die ganze Zeit hinten. Ja, da geht sie einmal rum. Und dann macht sie es und da passen die anderen nicht auf. Ja, gut, da hast du die halbe Mannschaft. Aber die Hintermann ist da aus, dass sie was nicht voll ist. Ja, aber Keilberg hätte 3-0 führen müssen. Das ist bedauerlich. Spielerisch einfach zwei Klassen besser. Ja. Naja, zumal Frickenhausen fürs Spiel ja eigentlich gar nichts macht. Der Ball wird hinten weggekloppt. Ja gut, das ist es. Er hat halt die Leute nicht. Ja. Es sind halt ein paar dabei, die sind nicht die Eltern. Aber trotzdem fallen sie sich. Ja, ja. Kämpferisch sind sie halt da. Ja, ja, körperlich, kämpferisch machen sie es gut. Aber mit Fußball hat er manchmal gar nichts zu tun, was die da machen. Aber wenn man damit die Klasse hält, liegt sie an den anderen, ne? Ja. Komm wieder, Widerstand! Andrehen wir, komm, arbeiten! Theresa, rücken! Sophia steht schon! Jetzt aber. In die Küche. Anbieten!
gut, gut. Aus, 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 aus. Dankeschön. Oh. Munde aber breit bleiben, ne? Ja. Okay, irgendwie weiter, Mama. Auf geht's, Anna, komm. Kann ich dich hochfahren? Wir müssen noch mehr machen jetzt. Das ist zu wenig. Oh, wir brauchen Bewegung. Sie steht schon. Aber abseits aufpassen. Wieder hinten dran. Doppel, 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 hier. Komm, wir müssen es machen!
Mal einen Ball raus. Aber steht schon. Wo ist Lausen? Schieß, Elsa, schieb. Hier in der Mitte rein. Komm an. Jawohl, schieb bist du. Hey Leute. Wenn er da pressen. Zum Ball. Ja. Hey! Schön, Theresa! Nicht mehr! Komm, Gigi, ein bisschen mehr. Komm, auf geht's. Mach weiter, so ist gut. Deine Wege sind wichtig. Konzentrieren. Komm, Bewegung! Aber komm! Komm, Emmy, Bewegung! Bleib da! Aber raus! Komm,
ganz wichtig. Danke. Achtung, aber kurz kommt mir jemand. Weiter, Emmy, komm, weiter. Das gibt's einfach nicht. Gibt's doch nicht.
mach mit. Jetzt. Und rückwärts. Und rückwärts. Jetzt kommt sie. Ja. Ja, Sissi. Gut so. Ab! Genau, jetzt die Box, In die Mitte, Micky! Beide! Aber! Jawohl, Micky! Schischi, mach mit! Schischi! Hör mal rein, behaupt das Ding! Komm, Dani! Dani! Rückwärts!
Ball. Komm, Emmy, komm, 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 komm! Emmy! Ja, auf! Mann, Mann, Mann! Unfassbar, unfassbar. Letztes Spiel vor der Winterpause. Und man fährt mit Frust nach Hause heute, oder? Gehe ich von aus, ja. Schon letzte Woche sehr unzufrieden gewesen, wollten eigentlich heute eine Reaktion zeigen. Gut, erste Halbzeit viel Ballbesitz gehabt, aber zu keinem Zeitpunkt in die gefährlichen Zonen gekommen. Im letzten Drittel zu unkonzentriert gewesen. Das, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten, dass wir das ändern in Zukunft. Und dann am Ende, muss man sagen, haben sich Frickenhausen unentschieden verdient. Hatten ihre eine Chance, haben die genutzt, aber man kann ja nicht sagen, dass wir schon mehr Chancen hatten. Also am Ende verdient es unentschieden. Sehe ich nicht so. Okay. Ihr hättet das Spiel gewinnen müssen heute. Also es waren schon einige hochkarätige Chancen auf eurer Seite da. Letztendlich war das von 90 Minuten, waren das mindestens 80 Minuten Spiel auf ein Tor. Das ist ganz klar, ja. Ballbesitz hatten wir natürlich en masse, aber wenn man dann da so Fehler im letzten Drittel macht, ist es ganz logisch, dass man da nicht zum Torerfolg kommt. Ja, die Präzision beim letzten Ball hat gefehlt. Genau, ja. Das greifen wir uns schon seit Wochen an und kriegen das halt nicht auf die Reihe. Aber wir sind optimistisch, dass es in der Rückrunde besser wird. Und dann wollen wir da auch wieder bessere Spiele abliefern mit besseren Ergebnissen. Das wünsche ich euch wirklich, weil ich schaue euch wirklich gern spielen. Vielen Dank. Und ja, Frust rauslassen heute, die Winterpause nutzen und dann angreifen. Guter Plan, so machen wir es. In diesem Sinne, grüße bitte die Mädels und Trainer. Jawohl. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Vielen Dank, schöne Winterpause.